Und damit ein herzliches Willkommen hier zum Main Event. Ja, warum sage ich schon wieder herzlich Willkommen? Ganz einfach, mir ist hier nach das Spiel abgestürzt. Gott sei Dank war die Aufnahme noch da. Ja, jetzt gibt es Main Event Enzo Amore gegen Albert, auch wenn das Akira Tozawa ist. Naja, mal gucken, was jetzt passiert. Ja, es passiert was. Und ich kann den Einmarsch nicht überspringen. Egal, da kommt jetzt halt Enzo Amore. Und ich kann das nicht überspringen, das ist blöd. Vor allem, weil da, wenn was passiert, das erst in Albert seinem Einmarsch kommt. My name. What? Das ist ja Bobby Roode. Ja gut, Enzo sieht ihn nicht, von daher, warum sollen wir es jetzt unterbrechen? Ah, jetzt hat er ihn gesehen. Stürmt sofort auf Bobby Roode los, aber ein Bobby Roode. Er lässt sich hier nicht beeindrucken. Irgendwie habe ich gerade. Ach, was nicht. Auf jeden Fall The Glorious One. Schnappt sich hier Enzo Amore und legt ihn nach hinten ab. Mal gucken, ob es ein No-Contest wird. Oder ob es doch noch ein richtiges Match wird. Ja, Glorious. Tja, ich glaube, damit hat sich der Main Event schon so gut wie erledigt. Eine wilde Prügelei. Ja, geht's gegen den Ringpfosten. Und Dropkick. Ja, Bobby Roode jetzt hier mit dem Konter schlägt jetzt auf Enzo ein. Ja, ein harter Punch. Also wenn die beiden jetzt nicht bald mal im Ring. Und das Match hat begonnen. Nicht Albert, nicht Akira Tozawa, sondern Bobby Roode gegen Enzo Amore. Also seitdem Enzo von Raw's War zu WXW gewechselt ist, auf jeden Fall schon mal deutlich mehr Matches. Auch deutlich erfolgreichere Matches. Ja, Big Cass hätte sich mal lieber nicht als Tag Team Partner von ihm trennen sollen, weil er ist ja bei Raw geblieben. Aber er hätte auch mal zu WXW gehen sollen. Na gut, ihr... Jetzt für Leute, die jetzt gar nicht verstehen, was ich hier sage. Also, ich spiele das Spiel und kommentiere es auch. Aber so diese ganze Story, die ich mir so im Hintergrund über so ausdenke, das gut, das mache ich natürlich auch, ganz klar. Aber ich bin lediglich Kommentator und Spieler dieses Spiels. Und die Background-Stories, das muss ich jetzt nicht so sagen, wie zum Beispiel, ich sagte ja, ich werde einiges hier umändern. Ich könnte ja sagen, ja... Big Show geht nach Nitro oder sowas. Sondern ich tue dann so überrascht. So, wow, Big Show bei Nitro, jetzt geht's da richtig ab und sowas. So, als wenn ich wirklich Kommentator hier wäre und keine Ahnung hätte, was das Management hier so tätigt. So ganz salopp gesagt. Oh, Enzo hat seinen Finisher voll, sehe ich gerade. Und Konter. Seitens Bobby Roode. Und Backdrop. Ja, Glorious DDT gegen den Eat Defeat.
Oh, das war ein harter Knee Strike gegen den Nacken. Und Spinebuster! Und Bobby Root. Ja, glorious. Ja, bei Nitro, wo ja Bobby Root war, so alles so ein bisschen doof ihn gelaufen, Niederlage nach Niederlage. Richtige Niederlagenserie, bevor er dann gegen Hideo Itami einen Sieg eingefahren hat. Und er ist halt so WXW dann einfach mal so. Boah, wenn das jetzt natürlich klappt, dann tut das richtig, richtig weh. Und der DDT vom obersten Ringseil nach draußen. Und der ET Feed. Nochmal in der Wiederholung. Also was ich für nach dem nächsten Pay-Per-View geplant, also für Hell in a Cell, was ja direkt hier nach WXW ansteht. Danach habe ich so eine kleine Bound for Glory Serie vor, wo ja ein Sieg irgendwie unter 7 Punkte, glaube ich, bringt. Ein Disqualifikationssieg bringt nur 2 oder sowas. Keine Ahnung, da muss ich mir noch im Netz durchlesen, wie da genau das mit den Punkten ist, wie das damals TNA gemacht hat. Ref ist bei 6. Und ETV zum zweiten im Ring. Ja, die Wiederholung können wir uns jetzt sparen. Schafft es Enzo Amore gegen Bobby Roode zu gewinnen? Nein, Bobby Roode kickt aus. Nach 2 ETV und diesem DDT vom obersten Ringseil. Aber Enzo, der blüht hier richtig auf bei der WXW. Fällt mir richtig, richtig gut. Jetzt Cover von... Oh, unfaire... Nein, Kickout von Enzo. Boah, wäre das jetzt durchgekommen, hätte ich gerne mal die Siegesanimation gesehen. Ja, Foot Choking. Und Enzo, der geht erstmal nach draußen. Bisschen durchatmen. Kommt jetzt wieder in den Ring. Wird aber ausgekontert. Schöner Inverted DDT. Und ein Perfect Suplex. Er hätte wahrscheinlich das Cover anbringen sollen. Er will es wahrscheinlich mit dem Glorious DDT zu Ende bringen. Hätte ihn aber mal lieber Netz machen sollen, da wo ich auf Minus war. Aber naja. Und ein dritter E-Defeat. Na gut, einmal kann man sich's angucken, so. 3 E-Defeats. Wird Bobby Root jetzt endgültig mal liegen bleiben? Wie soll ich den denn bitte jetzt platt machen? Das hatten wir schon mal, glaube ich, in ein paar Matches, wo ich Finisher nach Finisher nach Finisher gemacht habe und der Gegner einfach nicht liegen geblieben ist. Und Enzo kommt geflogen. Also was Enzo hier macht, gefällt mir richtig, richtig gut. Und das tat weh. Gut, die beiden sind in der Fehde gegeneinander. Darf man nicht vergessen. Der Oberkörper von Enzo schon relativ rot. Und dann geht es nochmal gegen... Ja, die Ringecke. Und jetzt ging's gegen den Apron. Und Enzo mit einer kleinen Tanzeinlage. Der Ref ist bei 7. 8. Und ganz knapp durch Countout. Aber wirklich ganz knapp. Und Enzo Amore kann das Match für sich entscheiden.
Aber Enzo ist noch nicht durch. Ja gut, Bobby Roode hat ihn am Anfang des Matches angegriffen. Das darf man nicht. Vergessen. Und da will er nochmal den DDT zeigen vom obersten Ring. Und der sitzt. Hat der eigentlich auch noch einen zweiten? Ne, nur Eat Defeat, okay. Als will er es. Und noch ein Eat Defeat. Noch einer. Direkt hinterher. Ja, die beiden haben sich ganz, ganz doll lieb. Ja, das war's mit WXW. Als nächstes kommt Hell in a Cell und danach mache ich einen kleinen Superstar-Shake-Up erneut oder werfe ein paar raus, weil es einfach viel zu viele sind. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag und sage auf Wiedersehen. Geschaut.